So, mit eurer Hilfe ist die Entscheidung gefallen. Erstmal vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage. Und ja, der Tisch wird jetzt rund. Ich hatte gefragt, ob die Platte eckig oder rund schöner ist. An der Umfrage haben einige teilgenommen. Das freut mich schon mal deswegen, weil viele dann doch bis zum Ende dabei gewesen sind und haben mal ihre Meinung dagelassen. Es gab auch noch ein paar andere Ideen, unter anderem Stahlring oben drum und so weiter. Das kommt jetzt aber erstmal nicht. Jetzt wird die Platte erstmal rund gemacht. Und damit legen wir jetzt mal los. So, das Vorteilhafte ist, durch die Anzeichnung von dem Fuß habe ich jetzt hier schon meinen Mittelpunkt. Das heißt, ich muss mir jetzt nur noch den Zirkel nehmen und kann das mir hier anzeichnen. Wenn der Radius passt, ich glaube, so weit reicht der gar nicht. Nö, das ist ein bisschen eng. Ich habe leider keinen größeren Zirkel. So, dann machen wir das Ganze mit einer Spannschnur. Brauche ich erstmal hier den Außenabstand, damit ich überall wirklich auch so weit wie möglich Material erhalte, aber halt eben nicht zu wenig abschneide. Hier würde das passen. Und hier müsste das auch ungefähr hinkommen. Ja. So, jetzt mache ich erstmal hier an der Stelle einen Knoten rein, dass wenn ich den gleich rumdrehe, dass sich durch die Drehung nicht das Band verlängert und verkürzt. Also hier muss jetzt ein Knoten rein. Gucken, ob ich das jetzt so hinkriege. So, jetzt habe ich ein paar Minuten gebraucht, um hier den Knoten so einzustellen, dass das vom Abstand her genau passt. Hier ist jetzt das Nägelchen in der Mitte und jetzt fahre ich einfach meinen Radius schön außen ab. So, das soll genügen. Das muss jetzt auch nicht hundertprozentig sein, weil ich werde den Kreis jetzt nicht, wie man vielleicht vermutet, mit der Kreissäge schneiden, mit einer Vorrichtung, sondern tatsächlich mit der Stichsäge. Weil ich will diese Optik hier von dieser eigentlichen Baumkante, die will ich ein bisschen erhalten. Das soll also nicht ein absolut präziser Kreis werden, sondern das soll halt ein bisschen rustikal aussehen. Und das erreiche ich natürlich am besten mit der Stichsäge. Ich kann eigentlich die Stichsäge gut führen. Ich könnte den also jetzt relativ sauber ausschneiden, aber ich muss jetzt, um das hinzukriegen, halt mal ein bisschen schief schneiden und auch mal ein bisschen das Blatt verdrehen und so weiter. Dementsprechend muss ich später weniger schleifen. So, logischerweise schneide ich natürlich mit der Stichsäge so, dass die Oberseite jetzt unten liegt. Das heißt, ich habe hier oben meine Ausrisse an der Unterseite der Tischplatte später. Da das jetzt sowieso noch geschliffen wird, ist das im Grunde egal. Aber grundsätzlich, wenn man Holz schneidet, dann ist die Sichtseite halt eben nach unten gerichtet, also vom Blatt weg. So, der Kreis ist ausgeschnitten. Das ist das Reststück. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, das ist mit Absicht so kuddelig geschnitten. Also ich könnte die Stichsäge auch sauber am Kreis entlang führen, aber genau das soll ja nicht gemacht werden. Der Christian von Holzbearbeitung aus Leidenschaft, der hat das auch vollkommen richtig angemerkt. Er sagte, ein runder Kreis wäre zu brav und da hat er grundsätzlich auch recht. Deswegen habe ich seinen Vorschlag auch berücksichtigt und das wird jetzt halt so eine Art Baumkante durchs Schleifen. Wobei Baumkante natürlich hier unrealistisch ist. Am Hirnholz, da gibt es keine Baumkante, aber es wird jetzt trotzdem so gemacht. Also einfach mit einem Exzenterschleifer oder mit der Raspel, mal gucken, wie ich das jetzt gleich mache, kommt hier eine schöne charakteristische Kontur dran, damit es halt nicht ganz so brav aussieht. Wir wollen ja hier kein IKEA-Zeug bauen. So, und was passiert, wenn man mit einem Winkelschleifer und einer Fächerscheibe mit Korn 80 Holz schleift? Es verbrennt. Durch die hohe Drehzahl vom Winkelschleifer ist das einfach nicht für Holz ausgelegt. Und das ist aber genau der Effekt, den ich jetzt haben will. Also ich schleife jetzt die Kante mit Korn 80 mit dem Winkelschleifer. Dadurch kann ich schön meine Kontur abfahren, so wie ich das haben will. Das ist dann halt einfach rustikal. Und durch die Verbrennungsstellen habe ich gleich zusätzlich noch einen Effekt, den ich auch haben will. Und zwar diese leichten Verbrennungen, die bringen dann nochmal ein bisschen rustikalen Charakter rein. Das ist also in diesem Fall genau die richtige Lösung.
So, ihr habt es gesehen, mit 600er Schleifpapier habe ich jetzt nochmal hier ganz leicht die Kante gebrochen, oben und unten, damit da einfach keine Fasern stehen bleiben, beziehungsweise Ausrisse nochmal entstehen können nachträglich. Und insgesamt ist das jetzt genau das, was ich haben wollte. Hier ist jetzt eine richtige schöne fette Macke drin und es ist halt überall ungleich und durch diese schönen Brandstellen wird es halt rustikal. Natürlich ist das Geschmackssache, mir gefällt's. So, jetzt noch eine andere Anmerkung. Ihr habt gesehen, als ich mit dem Winkelschleifer vorhin gearbeitet habe, beim ersten Mal hatte ich ja diese gebrauchte 60er Scheibe drauf, also 60er Korn. Und damit hatte ich erhebliche Brandstellen, aber halt kaum Abtrag. So, das ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht mit den Brandstellen, aber der Abtrag war zu wenig. Von daher habe ich dann nochmal mit einer ganz frischen 40 Korn losgelegt und habe erstmal dafür gesorgt, dass ich meine Kontur hinkriege und bin danach nochmal mit der gebrauchten 60er drüber. Klar, eine frische 40-Korn-Scheibe hat natürlich guten Abtrag und durch das grobe Korn etwas weniger Reibung, sage ich jetzt mal, und dadurch natürlich weniger Hitze. Und deswegen ist das mit dem Brand dann schwierig. Und mit der richtig abgenudelten 60er kriegt man dann wieder diese Hitze rein und kriegt dann auch die Brandstellen hin. So, da liegt sie nun drauf. Also ich denke, wir sind uns einig, dass mit der runden Form passt deutlich besser. Was jetzt natürlich auffällt, ist, dass die Platte, ja, eigentlich zu klein ist für den Tisch. Ich sag mal, ich hatte vorher hier ein Rechteck, das nimmt natürlich optisch viel mehr Raum ein und jetzt habe ich nur noch den Kreis und obwohl der Umfang eigentlich gleich ist, sieht es halt kleiner aus. Ist ja eine ganz normale optische Geschichte. Was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist die ganze Geschichte wieder ölen, weil die Kante ist ja jetzt auch hier an der Stelle noch heller und ja, wenn ich das jetzt öle, wird es dann nochmal wieder ein bisschen harmonischer fürs Gesamtbild. So, Fuß ist wieder dran geschraubt. Was ich immer noch machen muss, ist hier den oberen Teil schwarz brennen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Der Ring ist ja schwarz gebrannt. Sieht man den in der Kamera jetzt? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, das muss noch schwarz gebrannt werden. Ich habe es jetzt erstmal nur mit Öl eingesprüht, damit es einfach nur nicht rosten kann. Hier sind ja Unterlegscheiben dazwischen. Da kann sich also jetzt nicht irgendwie Wasser sammeln oder so. Das ganze Ding ist komplett fett eingeölt. Also rosten wird es jetzt erstmal nicht. Aber ich habe jetzt gerade den Ofen nicht an. Von daher ist Schwarzbrennen jetzt schwierig. Das muss ich halt noch nachholen, das nur zur Info. So, jetzt wird die Platte wieder geölt. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, die gesamte Oberfläche nochmal zu schleifen mit 600er Papier, weil ich ja eben dran rumgewerkelt habe. Da bleiben dann nochmal kleine Krümmelspäne drin hängen, da drückt man sich kleine Löcher rein oder was auch immer, kleine Macken. Also die ist jetzt nochmal komplett abgeschliffen und jetzt wird das ganze Ding geölt. Wieder handelsübliches Leinöl, kein Leinöl-Firnis. Also ohne Sikative, dauert dann halt eben ein, zwei Wochen, bis es antrocknet, aber das ist nicht schlimm. So, ich öle jetzt also auch die kompletten Flächen oben nochmal. Durch das Anschleifen hat sich ja wieder ein bisschen davon verdrückt. Und da der ja mehr oder weniger draußen in der Luftfeuchtigkeit steht, ist das auf keinen Fall ein Fehler, wenn man das mehrmals ölt. So, und jetzt verschmilzt das optisch auch wieder mit der Oberfläche und mit der Kante. Das ist also schon schön. Also die Vorschläge mit dem Stahlring, die waren auch definitiv gut. Die Idee hatte ich am Anfang auch schon mal. Das könnte man auch so machen. Aber ja, da habe ich jetzt auch nicht das Material für da. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht wird es dann etwas zu kopflastig, weil der steht ja nur auf einem relativ schmalen Fuß. Nee, das ist Blödsinn, das würde funktionieren. Aber wie gesagt, es ist im Moment das Material nicht da, von daher probiere ich das jetzt erstmal so. Man tastet sich halt irgendwie einfach ran, wie es denn dann aussieht. Und ich finde, das ist ganz schön geworden. Wie gesagt, das ist immer Geschmackssache, aber das ist jetzt für meinen Geschmack deutlich schöner als vorher diese rechteckige Platte mit den Ecken. Ich denke, der Umbau hat sich deutlich gelohnt. Rund ist also doch schöner. Zumindest sehe ich das so. Und in der Umfrage 80% für rund ist ja auch eine klare Aussage. In dem Sinne nochmal vielen Dank für die Beteiligung. Das hat mich wirklich gefreut, dass darauf eingegangen worden ist. Der Tisch ist fertig und damit soll es das für heute gewesen sein. Dann sage ich mal bis demnächst und ciao.